Was heißt das für uns konkret? Ich glaube, dass wir als Verband wieder zu den Wurzeln verstärkt zurück müssen. Wir müssen wieder die grundsätzlichen Fragen nicht nur stellen, sondern auch innerhalb unseres Verbandes diskutieren. Stichwort Wachstum. Eine kritische Wachstumsdebatte in Deutschland ist überfällig, denn inzwischen ist das Wachstum der Götze unserer Industriegesellschaft. Und wir müssen hier durchaus aktiv anknüpfen an die Wachstumsdebatte der 70er und 80er Jahre. Wir müssen aber aus den Defiziten lernen, denn der Begriff Wachstum ist nun mal für die Menschen positiv belegt. Nullwachstum heißt für die meisten Menschen Tod, Stillstand, Rückschritt, Einschränkung. Und von daher, glaube ich, müssen wir tatsächlich die Frage viel offensiver und ehrlicher diskutieren, was soll in unserer Gesellschaft wachsen, was muss schrumpfen. Die gesellschaftliche Debatte müssen wir führen und damit auch die Lebensqualitätsdebatte. Und wir werden deshalb auch als Verband im nächsten Jahr gemeinsam mit den Kirchen, gemeinsam mit dem DGB einen großen Wachstumskongress durchführen. Wir müssen natürlich auch die soziale Dimension betrachten. Die Reduktion der Verbräuche brauche ich nicht von den Ärmsten der Armen fordern. Das geht gerade an unsere Unterstützung, den breiten Mittelstandsbauch der Gesellschaft. Hier müssen die entsprechenden positiven Signale kommen. Wir müssen zweitens die Rolle des Staates im 21. Jahrhundert neu definieren. Wir wissen, die Verfahrensbeteiligung, über die wir uns in den 70er, 80er Jahren gefreut haben, sie bringt viel Papier, bewegt relativ wenig. Sie bindet enorm viel Kräfte. Wir sind mit einem Planungsrecht konfrontiert, weil es überwiegend aus dem 19. Jahrhundert stammt, weil es rechtsstaatlich korrekt abgewickelt wird, weil es aber zunehmend keine demokratische Legitimation mehr hat, meine Damen und Herren, weil der Staat seine Rolle verändert hat. Er ist nämlich heute Unterstützer entsprechender Eingriffe in Natur und Landschaft. Wir brauchen deshalb die neue Definition der Beteiligung, wir brauchen entsprechende Transparenz, wir brauchen entsprechende Stärkung und nicht weiterer Abbau der Bürgerrechte. Und der Staat muss wieder seine Gemeinwohlgarantiefunktion stärker als bisher wahrnehmen. Und dazu gehört gerade auch im Bundesland Niedersachsen der Staatssekretär, dass die Naturschutzverwaltungen nicht Appendix sind, sondern zentrales Herzstück einer zukunftsfähigen Verwaltung, welche eben letztendlich auch die Chance gibt, dass tatsächlich korrekt abgewogen wird.